made my biggest mistake of my entire life last night. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute erzählen wir unsere Favoriten für die 10 schockierendsten Momente auf Twitch. And I feel like it's something that I can't apologize enough for. For the people that were truly misled at the time. In dieser Liste sehen wir uns die verrücktesten Clips an, die diese Livestreaming-Plattform je gesehen hat. Haben wir irgendwelche wilden Twitch-Momente verpasst? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Nummer 10. Die Live-Allergie-Reaktion. Ein rundum unangenehmes Erlebnis. Ein Streamer namens Kuhn, der gerade mit dem Essen fertig war, zeigte bald Symptome einer Reaktion. Er kratzt sich mit einem panischen Gesichtsausdruck an den Armen. Nach ein paar Augenblicken sagt er, dass er zurückkommen wird, aber stattdessen fällt er auf den Boden, sobald er aufsteht. Das Video geht ohne ihn weiter und in den Kommentaren ist davon die Rede, dass er dringend einen Krankenwagen rufen oder einfach Wasser trinken sollte. Wir versichern dir aber, dass es ihm gut geht. Nummer 9. In das Auto eines Fremden einsteigen. Dieser Typ hat keinerlei Zweifel an irgendetwas. Während er ruhig auf der Straße spazieren geht, beschließt dieser junge Mann, in das Auto eines Fremden zu steigen. Warum, fragst du? Er hat einfach Michael Jacksons Beat It im Radio gehört. Er beginnt auf dem Beifahrersitz laut zu singen, während der Fahrer versucht zu verstehen, was da passiert. Sein Mut und seine schnottrige Einstellung sind beeindruckend und peinlich zugleich. Auf jeden Fall hat er großes Glück, auf eine ziemlich coole Person gestoßen zu sein. I'm joking. Nummer 8. Sie sprechen Englisch. Here's my steak, guys. Oh! Wenn es darum geht, jemanden zu interviewen, solltest du immer darauf achten, mit wem du sprichst. Dieser Twitch-Nutzer bat seine Kollegen, den drei älteren Frauen hinter ihr eine ziemlich vulgäre Frage auf Englisch zu stellen. Nani, they want you to ask the ladies behind you if you can eat their ass. Leider waren die Frauen Engländerinnen und haben den Witz schnell verstanden. Der Mann, der den Stream begleitet, bittet darum aufzuhören, weil die Situation peinlich wird. Als der genervte Kollege schließlich geht, entschuldigt sich der Mann hinter der Kamera für die Peinlichkeit. Eine große Unannehmlichkeit, die dank Twitch möglich wurde. Okay, good. Have a very nice day. Bye. Nummer 7. Anna Playing verbrennt ihr Haar. Die berühmte französische Gamerin Anna vom Kanal Anna Playing steht in diesem Livestream buchstäblich in Flammen. Um sich zu beschäftigen, bevor ihr League of Legends Match geladen wird, spielt sie mit ihrem Feuerzeug herum. Doch ähnlich wie Icarus verbrennt sie ihre Flügel oder in diesem Fall ihre Haare. Oh merde! What the f***? Das Verrückte ist, dass sie sich die Zeit nimmt, die Frage eines Zuschauers zu beantworten, bevor sie merkt, dass ihr Haar in Flammen steht. Ihre Twitch-Karriere wäre fast in Flammen aufgegangen. Nummer 6. Zu viel gespielt? Why are you down here with me? Well, it's because, you know, I just intimate relationship with the mic. Jeder hat einen kranken Verstand. Der Beweis dafür ist dieses Interview, das auf Twitch übertragen wurde. Eine Journalistin stellt einem Profi-Counter-Strike-Spieler Fragen. Eine davon ist, warum er Bandagen an den Armen hat. Sie scherzt, dass diese das Ergebnis davon sind, dass er zu viele Videospiele gespielt hat. So this is for you have sore forearms, I'm assuming from gaming too much? Das bringt das Publikum zum Lachen, das sofort und offensichtlich an Doppeldeutigkeiten denkt. Der Spieler versichert dem Journalisten, dass seine Verletzungen vom Spielen von Videospielen stammen, aber nicht jeder glaubt ihm das. A lot of gaming. Letztendlich sind wir uns selber nicht sicher, ob er tatsächlich zu viel mit seiner Maus gespielt hat oder mit seinem Joystick. Nummer 5. Katzenangriff. Das hat sie nicht kommen sehen. Am Ende einer Partie Call of Duty wartet die Streamerin Sarah Kate geduldig darauf, dass eine weitere Partie geladen wurde, noch bevor sie sich ihrer Katze zuwandte, die auf der Lehne ihres Stuhls hockte. Sie wollte ihrem Liebling nur einen Kuss geben, aber die Katze war nicht in der Stimmung dazu. Er verpasst ihr eine Kralle direkt ins Auge, die sie schwer verletzt. Guys, what do I do? Der Rest des Livestreams zeigt sie in Tränen und mit blutendem Auge. Man sollte meinen, sie hätte den Stream auf der Stelle beendet, aber es geht einfach weiter. Nummer 4. Feuerlöscher. In diesem Twitch-Stream des berühmten Eis Poseidon, der mit ein paar Kumpels in einem Restaurant abhängt, läuft alles gut. Plötzlich betritt ein Kind mit einem Feuerlöscher bewaffnet das Lokal und versprüht den Inhalt überall im Speisesaal. Das Essen und das Video werden dabei völlig zerstört. Yo, dude, what the f*** are you doing, dog? Are you, what the f***? Eis Poseidon flieht, filmt aber weiter von draußen und versucht zu verstehen, was gerade passiert ist. Schließlich trifft die Polizei ein, um die Ordnung wiederherzustellen, aber wahrscheinlich hatten alle schon den Appetit verloren. What a f***ing pussy. Just for no reason. Nummer 3. Ein Erdbeben setzt einem Livestream ein Ende. Livestreaming ist nicht einfach.
Dieser Gamer aus Mexiko saß ruhig zu Hause und spielte eine Partie PlayerUnknown's Battlegrounds, bis ein Erdbeben über der Stadt ausbrach. I will be actually home. Er beweist seine schnellen Reflexe und bringt sich sofort in Sicherheit. Er macht sich nicht einmal die Mühe, den Stream zu verlassen, sondern schnappt sich seinen Hund und seine Schlüssel und verschwindet schnell. Seine Prioritäten waren auf jeden Fall richtig, auch wenn sein Publikum das erschreckende Ereignis in Echtzeit miterleben konnte. This is a building where it appears that a facade has collapsed. Nummer 2. Twitch-Streamer wird von einem Gangster bedroht. Hi, I'm wanted by the mob. Der Twitch-Streamer Ice Poseidon hat nicht das größte Glück. Als er wieder einmal in einem Restaurant in Los Angeles ist, kommt der Manager zu ihm und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der ältere Mann erklärt ihm, dass er ein Gangster ist und droht ihm, woanders zu drehen. I'm getting about 30 calls about you on my phone and I'm a gangster. So you better f***ing leave here right now before there's trouble for yourself. You understand that? You're f***ing with the mob over here. Völlig schockiert nimmt Ice Poseidon sein Stichwort auf und geht. They know my address. I don't want to get shot. Wir sind uns nicht sicher, ob Ice Poseidon das lustig fand oder nicht, denn er scheint nach dem, was gerade passiert ist, ein wenig erschüttert zu sein. Echte Gangster hin oder her, das werden sie wohl nicht so schnell vergessen. Okay, I'm getting shot, dude. He's coming after me. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Live-Swatting. Während er sich in seinem Wohnzimmer entspannt und eine Partie League of Legends spielt, bekommt dieser Twitch-Nutzer unerwarteten Besuch von der Polizei. Die Beamten durchsuchen das ganze Haus, während der verblüffte Gamer zuschaut. Als sie nichts finden, gehen sie wieder. Wenn diese Geschichte lustig klingt, ist sie in Wirklichkeit ziemlich schmutzig. Irgendein Idiot fand die Adresse des Streamers und rief die Polizei an und behauptete, der Typ hätte seine ganze Familie umgebracht, was ihr plötzliches Erscheinen erklären würde. Ein ziemlich dummer Streich, der so viel schlimmer hätte ausgehen können und der, wie wir alle wissen, im Laufe der Jahre aus reinem Spaß an der Freude immer wieder wiederholt worden ist. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von Mochimoto Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.